Jojojo Leute, was geht ab und herzlich willkommen auf meinem Kanal bei G-Sport zu einem weiteren GTA 5 Online Video. Und zwar gibt es ja hier den aktuellen Car-to-Car-Merch bei der Version, wo wir nach draußen fahren, wo dann das Empfängerfahrzeug die Moddings von dem Spenderfahrzeug übernimmt. Ich werde es euch hier kurz drin zeigen, wie ihr hier, falls ihr hier schon einen gemoddeten Flak-Anhänger drin stehen habt, die Felgen, die werden nur übernommen, wenn ihr da vorher schon gemoddete Reifen drauf habt, sonst werden die nicht mit übernommen. So, ich habe hier den Glitch schon soweit gemacht. Ich habe das hier den Part mit dem RC Bandito und dann Internet trennen. Und dann jetzt bin ich wieder zurück in der Online-Sitzung gekommen. In der Sitzung nur für Spieler mit Einladung. Und um das hier mit dem Flak-Anhänger zu machen, ich werde das hier auf dem machen, weil der war mir hier mal aus dem DM oben ein bisschen misslungen. Und den werden wir jetzt mergen. So. Um das jetzt zu machen, geht ihr hier jetzt an dem Spenderfahrzeug hin, wo ihr die Moddings von übernommen werdet wollt. Dafür nehme ich hier den Hotring Sabre, denn der hat auch versteckte Liveries bzw. Secret Liveries. Hier habe ich jetzt die Livery Nummer 31 genommen. Das ist Power Metal 5. Und ja, als allererstes steigt ihr natürlich hier wieder ein. Um allerdings für den Glitch zu machen, falls ihr noch nicht wisst, wie das geht, werde ich einen Link hier in diesem Video mit reinpacken im angepinnten Kommentar. Dort könnt ihr euch den Glitch angucken. Hier werde ich jetzt nicht darauf eingehen, wie der geht. Und ich werde jetzt euch das nur zeigen, wie das funktioniert mit dem Flak-Anhänger. So, drückt ihr jetzt, wenn ihr hier in einem Spenderfahrzeug seid, einmal Steuerkreuz nach rechts. Genau, wir werden nicht in die Garage reingezogen, in die Arena-Werkstatt. Ich hatte das, um das nochmal ganz kurz zu erwähnen, viele hatten auch Probleme, dass sie in die Garage reingezogen wurden. Das hatte ich vorhin auch. Dann habe ich das anders gemacht. Ich habe noch eine Garage hier ganz in der Nähe. Davis Avenue heißt die. Das habe ich als Spawnpunkt eingestellt. Und von da aus fahre ich immer in die Arena, nachdem ich das Internet am RC Bandito getrennt habe. Und dann funktioniert das hier auch. Also ist gar kein Problem. So, als allererstes ändert ihr natürlich hier irgendwas. Irgendeine Kleinigkeit an dem Wagen. Ganz egal was. Ich zeige euch hier das noch kurz mit dem Design. Ihr seht das hier Nummer 31. Aber mit den ganzen Designs, welches Design von dem Hotring Sabre es hier auf den ganzen Waffenfahrzeugen, sprich dem Flak-Anhänger, dem MTW, den, was haben wir noch, den Night Shark und so weiter und so fort. Das werde ich auch noch in einem angepinnten Kommentar mit hier in dem Video mit dazu packen. Da könnt ihr euch die Datei anschauen, das ist da alles drin aufgelistet, was ihr dazu haben müsst oder auch wissen müsst. So, gehen wir wieder raus. Jetzt geht ihr hier auch bei diesem Wagen wieder, bei dem Spenderfahrzeug, auf Verkaufen. Ihr werdet es nicht verlieren. Wir werden wieder einen endlos langen Ladebildschirm bekommen. Genau diesen. Jetzt drückt ihr wieder einmal die PS-Taste. Geht hier wieder auf die Communities, sucht euch wieder einen anderen Spieler im anderen Zielmodus raus. Könnt ihr auch meine Community benutzen, falls ihr noch in keiner seid. Die heißt G-Swat. Wer hatte noch mal einen anderen Zielmodus genannt? War das, glaube ich. Einmal Sitzung beitreten. Und sobald ihr diese Meldung hier habt, drückt ihr nochmal doppelt auf die PlayStation-Taste und tretet dem einen selben Spieler noch einmal bei, wenn ihr nicht sicher seid, dass dieser Spieler im anderen Zielmodus ist. Ihr seht das, die Meldung hat sich geändert, da werden wir jetzt gefragt, ob wir unseren Zielmodus ändern möchten. Diese lehnen wir mit Kreis ab. So, ihr seht das hier, der Wagen steht immer noch da,
wir steigen wieder aus. Um das jetzt hier mit dem Flak-Anhänger zu machen, steigt ihr auf dem Flak-Anhänger auf, wo ihr das drauf übernehmen möchtet. Einfach Dreieck drücken, ihr steigt da auf. Um das jetzt zu vollenden mit dem Merchen, geht jetzt euer Freund hin. Da braucht ihr wirklich einen Freund, der muss in seiner Arena drin stehen. Er muss in seiner Arena drin stehen. Kann ich das zeigen? Ich bin hier auch in der eigenen Arena. Ihr seht das. Sieht völlig anders aus. So. Ihr bzw. euer Freund öffnet das Interaktionsmenü. Geht auf in Arena einladen. Geht auf euren Namen und drückt einmal X, um euch die Einladung zu schicken. So, ihr selber geht jetzt hin, öffnet euer Handy, geht auf die Jobliste und geht hier auf die Einladung von eurem Freund. Diese werdet ihr jetzt annehmen. Ihr werdet da kurz in der Arena von eurem Freund spawnen. Genau. So, und sobald ihr da drin angekommen seid, geht ihr wieder ans Rolltor, wieder nach draußen, Arena-Werkstatt verlassen. Sobald ihr draußen seid, geht ihr wieder ans Tor, in eure eigene Arena rein, wählt da wieder die Werkstattebene aus. Lauft jetzt in eure Garage. Da werdet ihr sehen, hier, guckt mal. Okay, da sollte eigentlich Dollar Design drauf, aber das funktioniert wie gesagt nicht von bei allen Fahrzeugen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem MTW rausgefahren wäre, hätte der jetzt Dollar Design drauf. So, aber ihr seht das hier. Er hat eine andere gemottete Farbe jetzt, der Flak-Anhänger. Er hat hier die F1-Felgen übernommen von dem Hotring Sabre. Und um das jetzt abzuspeichern, wie gesagt, ich hätte gerne Dollar Design drauf gehabt. Aber egal, es geht ja nur darum, um es euch hier zu zeigen. So, jetzt drückt ihr einmal Steuerkreuz nach rechts, hier an dem blauen Punkt, wo ihr die Fahrzeuge hin und her switchen könnt. Und jetzt tauscht ihr einfach die Fahrzeuge hier untereinander aus. Bisschen hin und her schieben. Ganz egal wie. So, und jetzt öffnet ihr einmal ins Interaktionsmenü, geht auf Stil. Ändert euer Outfit, damit die orangene Ladeschnecke wieder kommt. Da ist sie. So, und damit wäre jetzt auch der Flak-Anhänger abgespeichert. Am idealsten, wenn ihr das natürlich machen wollt, um da jetzt die richtigen Designs drauf zu bekommen, macht euch das als allererstes. Setzt ihr euch nicht auf den Flak-Anhänger, dann verkauft ihr eben hier das Spenderfahrzeug, so wie ich eben, setzt euch in einem MTW, fahrt mit dem nach draußen und dann wiederholt ihr das Ganze nochmal von vorne, speichert natürlich den MTW ab, indem ihr dann in der Werkstatt was ändert, so wie ich es im vorherigen Video auch gezeigt habe, wie ihr das abspeichert, und dann wiederholt ihr den Glitch, macht wieder dasselbe, dann steigt ihr dann in den MTW ein als Spenderfahrzeug und dann tut ihr den verkaufen, der wird ja wieder nicht verschwinden, dann steigt ihr aus und geht dann auf den Flak-Anhänger drauf, lasst euch von eurem Freund dann wieder einladen, ihr wechselt kurz, wie ich eben, in seine Arena und dann geht ihr wieder hin zurück, da werdet ihr dann sehen, dann wird der Flak-Anhänger dann auch die Reifen übernommen haben, die Farbe, die von dem Spenderfahrzeug, was da drauf ist.
und vor allem dann auch das dementsprechende gewünschte Design. Sprich Coin Design, Rockstar Design, Galaxy Design, Zuckerstangen Design, Dollar Dollar Design, Blue Tartan, Red Tartan, also da könnt ihr schon echt einiges mit rausholen. So nur mal noch am Rande dazu mit erwähnt bei dem Car-to-Car-Merch, wo ihr mit den Fahrzeugen einfach nach draußen fahrt. Das ist echt ein nicer Glitch und ich hoffe, ihr habt das alle soweit verstanden. Wenn nicht, dann schreibt es in die Kommentare oder guckt auch mal gerne bei mir in der Telegram-Gruppe vorbei. Dort ist auch schon einiges los. Seid ihr auch herzlich willkommen. Da bin ich auch am besten eigentlich zu erreichen als über PSN-Nachrichten. Und ja, mehr gibt es hier jetzt bei diesem Video nicht mehr zu sagen. Wünsche euch noch einen schönen restlichen Sonntag und wir hören uns spätestens beim nächsten Video. Bis dann, alle miteinander.